So, da sind wir dabei. Siren Blood Curse. Leute, ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch über die Odyssee, die mich diese Episode schon gekostet hat bisher. Ich habe das, was wir jetzt sehen werden, schon mal aufgenommen. Ja, circa 20 Minuten wildes Herumrennen in der Gegend, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Also wirklich, ich habe keinerlei Ausweg. Ich habe dieses Hirn nicht gefunden. Nicht mit der anderen Sicht, nicht mit gar nichts. Und ich habe dann Walkthrough angeschaut, wenn mal ernsthaft. Also, sorry. Und das Geilste, man muss die Aufzüge scheinbar ausschalten. Das werden wir jetzt mal probieren. Wie in Gottes Namen soll ich draufkommen, dass ich die Aufzüge ausschalten muss? Dass ich den verdammten Aufzug ausschalten muss im Prinzip. Und er muss unten sein, so wie es aussieht. Der Aufzug muss unten sein. Ich muss durchlaufen irgendwie. Keine Ahnung wie. Ah, dann schlage ich mal kurz nieder. Kein Problem. Ah! Stirb mal. Ja, er sieht mich, nachdem er schon tot ist. Das ist sein Problem jetzt. Hä? Alter Schwede. Ich bin Saigo Saiga, mach keinen Scheiß mit mir. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, ob das so funktioniert, weil, also, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß sonst wirklich nicht mehr weiter, Leute. Wo zum Teufel sind wir jetzt? Wir müssen jetzt irgendwie wieder rüber in diesen Stollen kommen. So. Da, dann gehen wir einfach den alten Weg zurück, den wir schon mal hatten. Wir springen hier runter. The fuck, warte mal. Ist sie das? Das ist sie! Oh mein Gott! Wie random ist dieses Spiel eigentlich? Es hat nicht mal eine Lösung, die immer funktioniert. Was zum Teufel? Wo ist sie? Wo ist sie hin? Wo ist die hingerannt? Nee, mal ernsthaft, verarsch mich nicht. Wo ist denn die hingerannt jetzt? What the fuck? Wie ich es jetzt einfach mitten auf dem Weg finde? Hä? Und jetzt ist sie weg. Okay. Wir gehen dem anderen Plan mal wieder nach. Und zwar muss ich dafür hier lang. Was? Nein. Das, wie, hä? Hier war ich irgendwie noch nie. Hier hoch muss ich wieder. Und jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Aufzug ausschalten klappt. Weil sonst boxe ich sie um, wenn das nicht funktioniert. Ich schwör's dir. Ich habe keinerlei Alternative mehr, die ich machen kann. Ansonsten bin ich hier, hänge ich hier fest. Ja, ist gut. Spider Shibito. Wie wär's, wenn wir einfach die Tür machen? Ja, Tür zu. Problem. Mach diese Sicht weg. Gottes Willen. Mittlerweile habe ich echt einen Hass auf diese Sicht. Ganz ehrlich, also, was für ein riesen Bullshit. Also, jetzt gucken wir mal. Aufzüge ausschalten. Ja, ergibt schon mal sehr viel Sinn. Nicht. Dann renne ich hier rüber. Und, the fuck, nein. Ich sehe wieder mal nichts. Hier. Nein, auch nicht hier, um Gottes Willen. Bitte lass mich in Ruhe mit dieser Zweitsicht. Man kann es auch übertreiben mit Dunkelheit. Leute, ernsthaft. Blickt ihr gerade durch, wo ich bin? Ich bin wieder nach unten gelaufen. Ah ja. Gut zu wissen. Oh Gott, wie sie es übertreiben mussten. Also hier haben sie wirklich den Vogel abgeschossen mit der Dunkelheit. Das ist mir zu viel. Ganz ehrlich, ich mag dunkle Spiele. Ich mag aber auch Spiele, wo ich den Weg finde nach 10 Minuten. Ja, super. Toll. Na, sag mal, geh doch drauf, um Gottes Willen. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob das so funktioniert. Nein, ich wechsle nicht zum Jagdgewehr. Spinnenschibito noch kurz. Ja, ganz ruhig, Kleiner. Alter, dürfte ich vielleicht mal zielen? Ihr glaubt mich, wie mir das Spiel mittlerweile auf die Eier geht. Also sorry mal, das sind solche unlogischen Schlussfolgerungen, die man hier treffen muss. Und jetzt sollte sie dort stehen. Und sie steht tatsächlich da. Und sie steht tatsächlich einfach da. Da kriegst du einen Pfahl rein, du
Bitch. So. Gut, das haben wir geschafft. Und jetzt mal bitte ernsthaft. Ernsthaft eure Meinung. Wie in Gottes Namen soll ich darauf kommen, den Aufzug auszuschalten? Also sorry, man hätte mir einen kleinen Hinweis vielleicht geben können. Also es ist schon hart an der Kotzgrenze, was ich über mich ergehen lasse. Also sorry. Wenn es irgendwie einen Hint geben würde, so wegen so, ich könnte die Aufzüge ausschalten, um sie vielleicht festzusetzen. Kein Problem. Ich würde es wissen. Es wäre vielleicht trotzdem nicht einfach. Aber, man wüsste wenigstens, was man machen soll. Aber mich hier 20 Minuten lang diesen bescheuerten Bereich absuchen lassen, nur um mich vor gar nichts zu stellen, vor wirklich gar nichts im Prinzip, ey, das kann ich nicht ab. Sorry, das geht nicht. Das ist ein Design-Fail allererster Güte. Falls ich etwas übersehen haben sollte, wo mich darauf hingewiesen hat, hey, du Trottel, geh da lang. Halt, ich soll die Aufzüge auch wieder anschalten. Dann sorry. Nehme ich alles zurück, aber ich habe nichts gesehen. Also ganz ehrlich, ich habe nichts gesehen. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht irgendwie einen außergewöhnlich abgefuckten Weg gegangen. Ich habe halt den genommen, den ich gefunden habe als Spieler. Habt doch ein bisschen Mitleid oder ein bisschen, denkt doch ein bisschen an die Spieler, Leute. Also ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wenn ich kein Let's Play dazu machen würde, ob ich das Spiel nicht in dem Moment einfach weggelegt hätte und mir gedacht hätte, fuck you, nein. Wenn du mich so verarschen willst, dann nicht, dann absolut nicht. Dann habe ich noch genug andere Spiele, die ich spielen kann. Okay. Ich sammle mich wieder ein bisschen und komme mal wieder ein bisschen runter. Das kotzt mich wirklich an. Wir gehen jetzt in diesen Zentralstollen und holen endlich mal dieses Urien. Was auch immer Urien ist. Ich weiß es bis jetzt immer noch nicht. Wir werden wir hoffentlich gleich rausfinden, was Urien sein soll. Made müsste tot sein hier. Keine Ahnung, ich sehe die Made nicht. Aber ich schätze mal, hier ist es, weil in dem Bereich sah, war es auf der Karte zumindest. Okidoki. Ich höre ja auch irgendwas. Oh ja, hier kann man durch. Schön. Haben wir es doch noch geschafft. The fuck? Urien ist ein Schwert? Oder ein Ankerschwert? Was ist das denn? Excalibur. Ja, Excalibur trifft es jetzt richtig. Das ehemalige Schwert Calibur, genannt Excalibur. Ach, Urien ist die vergrabene alte Macht, natürlich. Natürlich. Klar, warum auch nicht. Mission erfüllt. Dankeschön. Raus aus dem Scheißstollen. Um Gottes Willen, lass mich in Ruhe damit. This isn't it either. Where are the ritual grounds? I don't have time for this. Das dachte ich mir vorhin auch. Damn it. Ja, gefolgt von einem verdammt. All fortune is yours, all glory and all blessing. I was alone last time, but this time I have you with me. Na wow. Howard, das wirst rausfinden, dass sie dir keine große Hilfe sein wird. Muss man jetzt mal ganz klar so sagen. Wir sind wieder im Shibito-Nest. Dringen Sie mit Bella Monroe in den Nestkern ein. Okay. Schicken Sie Bella Monroe voraus. Sprechen Sie im Schutz des Donners in Shibito-Nest ein. Okay. Schicken Bella Monroe voraus, finde ich schon mal super. Das gefällt mir jetzt schon. So. Duck dich. Ich weiß nicht, ob der Typ wieder auf dem Dach steht. Ich werde aber auf jeden Fall mal wieder aufs Dach gehen und ihn von hinten versuchen umzuboxen. Okay, nein, diesmal stand nicht mal jemand auf dem Dach. Okay. Nein! Nein! Oh mein Gott! Man hat nicht mal Zeit, sie zu verteidigen! Oh, fuck! Okay. Auf ein neues. Wie soll ich sie denn vorschicken, wenn sie sofort drauf geht? Das funktioniert ja auch nicht so ganz. Ihr kranken Japan-Studios.
Ich meine, was soll ich von den Leuten erwarten, die Demon's Souls entwickelt haben? Das sind masochistische... Ja, masochistische Bastarde. Ich bin ganz ehrlich. Okay, also hier müssen wir rein. Kann ich das mit der bloßen Hand zerschlagen? Ja, mit einer Waffe könnte ich natürlich nur die Bretter durchbrechen. Nur mit einer Waffe würde das funktionieren. Gibt's hier irgendwo irgendwas? Was bist du für ein Kerl? Oh, warte mal, der hat gerade auf ein Rohr geschaut. Der hat gerade auf ein Rohr geschaut, ich hab's genau gesehen. Das Rohr war hier. Jawohl, das ist Rohr, sehr gut. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? So, oh Mann! Lass mich los! Wo ist er? Fuck you, komm da runter, Mann! Du verarscht mich doch! Jetzt aber! Ja, ich habe ihm im Eisenrohr den Schädel eingeschlagen, falls du es gerade eben nicht gesehen hast. Komm. Ah. Na, was? Warte mal. Mehr davon? Und jemand darf mich schießen? Hat der Typ da oben eine Knarre? Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Der Typ, der da oben rumfliegt, hat eine Knarre. Nein, das ist der, der da rumsteht. Okay, wir werden gleich definitiv draufgehen, so wie das aussieht. Was zum Teufel? Warum tut ihr sowas mit mir, Leute? Warum? Ich verzweifle gerade ernsthaft an dem Spiel. Das ist... Oh, ich fang's gerade richtig an zu hassen. Hör auf zu blöd rumzupochern. Gib mir das Rohr. Stirb durch das Rohr. Ah, stirb durch das Rohr. Dankeschön. Zimmermanns Hammer. Nö. All the monsters gone? Ja. Sind sie. Bella, weißt du was? Komm hierher. Wo soll ich die denn hier vorausschicken? Hier stand irgendwas mit, schicken sie Bella Monroe voraus. So, geh da mal rein. Oh ja, genau, Bella hindurchschicken. Dankeschön. So. Jetzt müssen wir zum Nestkern. Was? Wagst es mich so dumm anzusprechen? Oh Mädchen, oh Mädchen. Nestkern, Nestkern, Nestkern. Ah ja, da ist der Nestkern da oben, genau. Oh Gott, wir müssen jetzt mal komplett da durch. Naja, okay. Wenigstens keine kryptische Scheiße wie Aufzüge einfach mal ausschalten. Das werde ich, das vergesse ich niemals. Das vergesse ich dem Spiel niemals, mich so durch eine Scheiße, so eine Scheiße durchgeschickt zu haben. Ah! Ey, Spinne. Halt die Klappe und komm mit. Führen Sie durch einen sicheren Weg. Was ist hier bitte sicher? Oh ja. Hier.
geh. Dankeschön. Wenigstens kann ich sie ein bisschen abschieben wieder irgendwann mal wieder. Während ich ja harte Männerarbeit draußen mache. Okay. Du springst darüber, du gehst da hoch. Dann gehen wir. Gott, das will ich. Ich habe so keinen Überblick auf dieser Map. Dann müssen wir da irgendwie hin. War das hier? Muss sie denn eigentlich? Sollte sie nicht irgendwo hier rauskommen? Okay, wenigstens habe ich dich früh genug gesehen. Dass ich dich niederschlagen kann. Jetzt muss ich nur Bella wieder finden. Bella! Hallo? Irgendwie ist sie nicht zu finden. Wo ist sie denn durchgekrochen? Okay, soll ich alleine weitergehen? Ja, so gehe ich auch alleine weiter. Das stört mich absolut nicht. Aber hier steht wieder mal von wegen, ja, hier muss ein kleines Kind hindurchpassen. Das sagt mir doch dann doch irgendwie, dass ich höchstwahrscheinlich Spinnengebiete im verlassenen Haus verbarrikadieren. Okay. Spinnengebiete verbarrikadieren. Alles klar. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein.